Liebe Mitstreiter für Deutschland, sehr geehrte Delegierte, mit mir haben Sie jetzt den nächsten Handwerker hier. Mein Name ist Günter Koch, ich bin 57 Jahre alt, gelernter Handwerker, aber seit 25 Jahren im Werbemittelvertrieb tätig. Mein Mitgliedsausweis der AfD habe ich am 10.05.2013 bekommen. Wegen meines beruflichen Werdeganges habe ich mich in den Wahlkämpfen 2013 und 2014 gerade im OWL sehr engagiert. Den bevorstehenden Wahlkampf in NRW unterstütze ich schon jetzt als Mitglied des NRW-Wahlkampfteams Technik. Im Kreis leiste ich seit 2014 Vorstandsarbeit. Erst als Beisitzer, dann als stellvertretender Sprecher. Seitdem die Weggerufenen uns verlassen haben, bin ich der Kreissprecher des KV Paderborn. Selbstverständlich bin ich auch in der Stadt Paderborn Direktkandidat für die bevorstehende Landtagswahl. Im Bezirksverband Detmold arbeite ich als stellvertretender Sprecher mit. In der Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer arbeite ich fast vom ersten Tag als Beisitzer im Bundesvorstand mit. Als Anmelder und treibende Kraft von 6 Großkundgebungen 2016 allein in Paderborn mit in der Spitze bis über 1200 Teilnehmern habe ich mitgeholfen, der AfD nicht nur im Paderborner Land einen nie vorher für möglich gehaltenen Bekanntheitsgrad zu verschaffen. Ich bin kein Leisetreter, trotzdem aber kompromissbereit und teamfähig. Für meine Mitarbeit in der AfD-Landtagsfraktion werde ich 2 Themenschwerpunkte haben. Einmal die innere Sicherheit und Arbeit und Soziales. In NRW werden seit Jahren Planstellen bei der Polizei zurückgeschraubt, die Zahl der Streifenwagen abgesenkt. Die Kürzungen bei der Polizei führen dazu, dass es gerade im ländlichen Bereich Städte gibt, in denen nachts überhaupt kein Streifenwagen mehr unterwegs ist. Und das, obwohl die Anzahl von Einbrüchen, insbesondere ab dem Zeitpunkt der offenen Grenzen in NRW, sprunghaft in die Höhe geschnellt ist. Tagtäglich wird über neue und immer dreistere Wohnungs- und Geschäftseinbrüche, insbesondere entlang der Autobahnen und Schnellstraßen in NRW, berichtet. Ich setze mich dafür ein, dass die Polizei wieder verstärkt vor Ort in den Städten und Gemeinden präsent ist. Weg vom Schreibtisch hin zu dem Schutz des Bürgers. Für Schreibtischtätigkeiten können Verwaltungsfachleute eingesetzt werden. Der Schutzmann gehört als Freund und Helfer auf die Straße, um den Bürger und sein Hab und Gut zu schützen. Ein interessanter Vergleich. In ihrem Landesministerium hat Rot-Grün unter Frau Kraft seit 2010 567 neue Stellen geschaffen. Im Gegensatz zu vielen meiner Vorredner habe ich keine akademische Ausbildung. Ich bin Handwerker. Deshalb sind mir die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes mehr als vertraut. Konsequenterweise bin ich auch deshalb in der AVA. Ich möchte gegenüber allen Kritikern der AfD verdeutlichen, dass der Arbeitnehmerstatus nicht im Widerspruch steht zu den Anliegen der AfD, sondern dort gut aufgehoben ist. Ich möchte daran erinnern, dass in Nordrhein-Westfalen die Wahl immer noch im Ruhrgebiet entschieden wird. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir müssen also unbedingt die Arbeitnehmer, die Facharbeiter für uns gewinnen. Nur dann können wir Mehrheiten in NRW erzielen. Und hier sprechen wir von 10%. Deutsche, langansässige EU-Bürger
und in den 60er und 70er zu uns gekommene Arbeitskräfte mit ihren Familien finden gerade im Niedriglohnsektor immer schwerer Arbeit und Auskommen. Das gilt auch für bezahlbaren Wohnraum. Unsere neuen zugewanderten Nachbarn, finanziert durch uns Steuerzahler, stehen gerade hier im direkten Wettbewerb zu Geringverdienern und Rentnern. Die private Altersvorsorge wird durch die aktuelle Niedrigzinspolitik niedergemacht. Vielen unseren Bürgern droht nach 45 oder 50 Jahren Arbeiten Altersarmut, Grundsicherung und damit Gleichstellung zu einem gesunden, frisch zugewanderten oder geflohenen Neubürger. Deshalb stehe ich ein für Hartz IV als gestaffelte Geldleistung nur für langjährig Beschäftigte. Keine Gleichstellung von vormals jahrelang Beschäftigten mit zugewanderten Wirtschaftsflüchtlingen. Verlängerte Bezugsdauer vom Arbeitslosengeld I ab dem 20. Beschäftigungsjahr. Einsatz von Leiharbeitnehmern nur zu einem Stundenlohn von 20% über dem der Stammbelegschaft bzw. des Tariflohns. Noch 30 Sekunden. Begrenzung des potenziellen Anteils von Beschäftigten mit Werksverträgen bzw. aus Arbeitnehmerüberlassung auf maximal 15% der Belegschaft. Die Grundsicherung im Alter muss angemessen die Lebensleistung berücksichtigen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich bitte um Ihr Vertrauen. Meine Damen und Herren, bitte richten Sie jetzt die Fragen an den Kandidaten. Ich weiß es nicht, wie es heißt. Herr Johannes Brinkhoff, weißt du mal, Bundesverband, unter die Stiftung zum Mindestlohn. Das ist jetzt für mich auch nicht erzählt. Der Mindestlohn ist für mich ein notwendiges Übel. Normalerweise muss gute Arbeit auch gut bezahlt werden. Allerdings gerade im Leiharbeitssegment werden hier Leute für mich ausgenutzt und deshalb ist der Mindestlohn im Augenblick notwendig. Und es wäre ein fatales Signal von uns als AfD, wenn wir antreten würden, diesen Mindestlohn abzuschaffen. Danke. Weitere Fragen an den Kandidaten Koch? Das scheint mir nicht der Fall zu sein, dann würde ich abzählen.